Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich möchte euch heute ein kleines, wundervolles Märchen über den Löwenzahn erzählen. Einst, als die Zwerge im Gebirge auf geheimnisvolle Art und Weise nach Gold gruben. Sie legten das geschmolzene Gold in kleine Schälchen und stellten diese auf eine Wiese. Die Elfen kamen herbei und streuten Sonnenstaub darüber, dass alles in einem besonderen Glanz erstrahlte. Das zog natürlich Neider auf den Plan. Die Gnome kamen eines Nachts herbei und stahlen das ganze Gold. Das ließen sich die Zwerge natürlich nicht gefallen. Sie gingen zu den Gnomen, die vor lauter Goldrausch schon ganz besoffen waren, und zogen ihnen eine tüchtige Tracht Prügel über. Danach wurden die Zwerge sehr erfinderisch. Sie erfanden kleine Schälchen auf Stielen, die sich des Nachts schlossen, damit das Gold sicher war. Um diese Schälchen ringsrum bauten sie gefährliche Fallen mit scharfkantigen Zähnen, die unerbittlich zuschnappen konnten. Und die Gnome kamen wieder, heimlich des Nachts. Aber sie fanden plötzlich kein Gold. Dafür gerieten sie in diese scharfkantigen Fallen, die unerbittlich zuschnappten. Die Gnome wurden daraufhin nie wieder gesehen. Die Zwerge schürften noch ein paar Jahre weiter, dann war auch das Golderz zu Ende. Sie ließen die kleinen Schälchen zurück und taten in jede noch etwas Gold hinein. Durch den Zauber der Elfen wurden daraus wunderschöne Blumen. Erst als die Menschen diese Blumen entdeckten, gaben sie ihnen den Namen Löwenzahn. Im Übrigen funktioniert diese Vorrichtung bis heute. Wenn die Sonne scheint, öffnen sich die Schälchen weit und man sieht das wunderschöne Gold. Wenn die Sonne verschwindet, schließen sie sich wieder. Wunderschön. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und alles Liebe. Tschüssi und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.